Hallo, hallo ihr Menschen da draußen, willkommen zurück zu Deponia. Heute spielen wir den vierten Teil und ich habe ja vergessen, dass wir jetzt einen Timer brauchen, weil wir ja jetzt nicht mehr das Finale spielen. So. Egal, wir starten ein neues Spiel. Wir spielen einfach mal an. Wir haben das Ende nicht erfunden. Es war die ganze Zeit da. Wir haben es höchstens herausgefordert. Wie man eine Welle beim Surfen herausfordert. Oder einen Hai, wenn man vor ihm wegschwimmt. Guter Versuch. Wir bauten Speere gegen die Tiere. Mauern gegen die Speere. Leitern gegen Mauern. Türme gegen Leitern. Dann Boote, Wälle, Schlote, Rasierschaumtorten-Katapulte. Und als der ganze Schutt schließlich selbst die höchsten Türme zu überragen drohte, bauten wir ein Raumschiff. Angetrieben von nichts Geringerem als der Sprengung unseres Heimatplaneten. Die Vorbereitungen dauerten Jahrzehnte. Aus der Arche wurde ein Zuhause. Mein Zuhause. Elysium. Niemand von uns ahnte, dass Abertausende Ahnungsloser im Schrott überlebt hatten. Das Symbol der Hoffnung wurde zum Damoklesschwert für Deponia. Zum Glück kam es anders. Einer jener Ahnungslosen durchkreuzte den Plan. Er rettete Deponia und alle, die darauf zurückgelassen wurden. Und er rettete mich. Indem er sich fallen ließ. Ende. Ach. Der Schluss gefällt euch nicht? Ihr hofft noch auf ein Happy End? Aber, ihr wisst doch. Enden und Haie. Man sollte sie nicht herausfordern. Wobei ich mich seit damals schon des Öfteren frage, würde ich etwas ändern, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte? Was wäre das bessere Ende? Oder will ich einfach nur, dass es niemals endet? Schön gesagt. Das spoilert eigentlich schon die ganze Existenz von Deponia Doomsday. Es ist eigentlich nur so ein Scheiß. Es ist nur Scheiße, okay? Es ist storytechnisch ist Deponia Doomsday nur die Rache von Poki, weil sich die Fans so wegen dem Ende beschwert haben. Das ist die fucking Rache. Und wir spielen sie. Dieser Ort war die Hölle, aber welcher war es nicht in diesen Tagen? Ich hatte den alten Jeremiah zurücklassen müssen. Selbst schuld. So schnell er beim Reifenwechseln war, so lange hatte er gebraucht, mir einen Sluschen zu besorgen. Wenigstens hatten wir so die gefressenen Kühlloks abhängen können. Oder auch nicht. Ich musste mich beeilen. Nein, wir spielen das Tutorial nicht. Da der Kasten für den Notfallschneidbrenner war vereist. Was für eine Scheißironie. Die Edward Snowman war keine Schönheit, aber sie war alles, was ich noch hatte. Sieht so aus. Irgend so ein Punk hatte keine Hoffnung an die Tür zum Sprengturm gesprayt. Erzähl was Neues. Nichts. Der Organon hatte die Tür zum Sprengturm versiegelt. Frei nach dem Motto, wenn hier jemand den Planeten sprengt, dann wir. Lachhaft. Ja. Ein bisschen ist das schon lachhaft, ja. Okay. Leiter hoch. Wir können den Schneidbrenner befreien. So. Wir wissen eigentlich gar nicht, wie wir das spielen, aber das kommt vielleicht noch. Es ist ja nur so eine Art Intro. Fetzig. Fetzig. Schneidbrenner, nice. Runter. Ha, wie geil er da runterspringt.
Der Boy ist lit. So. Der Riegel sah nicht so aus, als würde er sich zersägen lassen. Aber ich war so weit gekommen, ich würde es nun auch zu Ende bringen. Ganz zu Ende. Ganz zu Ende. Das sind wohl die Fuelogs. Muss ich da auf einem ganz lange draufbleiben, oder was? Das Siegel zu durchtrennen hatte sich als leichter herausgestellt als gedacht. Fast wünschte ich mir, es hätte länger gedauert. Aber nun war der Weg frei. Oh shit. Das sind ein paar Fuelogs. Achso, wir haben ja noch den Flammenwerfer. Brauchen wir dann etwas Feuer? Tür zudrücken, schnell, 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 schnell. Stange? Mit Stange das Schloss? Hallo? Tür zudrücken? Oh. Okay. The fuck. So geht's natürlich auch. Da ist die Elysium Ward. Konnte man alles sehen. Die Zerstörung. Scheiße. Die Hoffnungslosigkeit. Und den Knopf, der simultan alle Bombenklammern in unzähligen Sprengtürmen rund um Deponia lösen würde. Na dann. Beenden wir das Ganze. Das war's dann wohl. Das Ende meiner... Das... Frosch im Hals. Rufus! Ende meiner Reise. Es ist also Rufus. Hm? So ein Schmeißdreck. Es ist sogar schon das Armageddon eingerostet. Na warte. Oh, oh. Hätte ich euch erwartet, hätte ich Kuchen gemacht. Folter. Geronimo! Bum, 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 bum. Hey! Wow, Back to the Future! Miststück, kommst zurück, als wäre das Ding noch nicht mit Karacho gegen die Wand gekachelt. Sprich, missglückt, ich muss hier wohl mal eine Gedächtnislücke schließen. Leben im Dreck, hat dir nicht geschmeckt, hast du nicht gecheckt, dass im Endeffekt alle Flüsse abwärts fließen, wie doppelt und dreifach bewiesen. Es ist doch längst evident, es gibt hier kein Happy End. Leb damit, Mana, kannst du noch so viel flennen. Es ist vorbei und ich sehe keinen Sinn darin, Gedanken nachzuhängen. Wie geht da noch was und was wäre wohl wenn? Außer was wäre wohl wenn? Okay, Leute, wir spielen ein Scheiß-Spiel eigentlich. Deponia 1 bis 3 war so gut gemacht, hatte so ein schönes Ende. Eine perfekte Trilogie. Was heißt schönes Ende? Aber der Held war Rufus und jetzt spielen wir Deponia Doomsday. Ihr werdet schon merken, warum das kompletter Schwachsinn ist. Aber es ist ein geiles Spiel, es ist verdammt lustig. Man merkt einfach den zynischen, sarkastischen Humor von dem Entwickler Poki. Wie er lebt und liebt. Ein bisschen ist es schon Rache. Ein bisschen ist es Fanservice. Und klang wie Frank Zander. Außerdem waren alle meine Freunde tot. Elysium war abgestürzt. Und ich habe Deponia in die Luft gesprengt. Entsetzlich.
Ein Bild des Grauens. Ich mit einem Kotzbalken im Gesicht. Na, zum Glück ist ja alles wieder wie vorher. Ich kann es kaum erwarten, meinem Schnucki-Hasi Toni davon zu berichten. Meinem Schnucki-Hasi Toni! Leute, wir wissen offensichtlich, in welcher Zeit wir uns befinden. Nämlich noch vor Deponia 1. Weil in Deponia 1 waren wir schon nicht mal zusammen mit Toni. Ach egal, ich lasse sie einfach hier, bis mir wieder eingefallen ist. Ja, ja, ich lasse sie wieder hier, bis mir wieder eingefallen ist. Sauber. Während ich geschlafen habe, hat sich der Ballon mit Gas gefüllt. Gas! Jetzt muss ich nur noch die Flamme einstellen und dann... Elysium, ich komme. Ha, Toni wird Augen machen. Ich sollte schon mal ihre Kristallgläser verstauen. Nicht, dass da noch irgendeine Ecke abbricht, ne? Na? Brauchst du da nicht die Folie dazu? An die Arbeit. Nein, stopp. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. In meinem Traum war es genauso. Ich hatte die Knickerfolie vergessen. So ist letztlich alles in die Brüche gegangen. Toni war so wütend, dass wir uns schließlich getrennt haben. Und dann habe ich eine Verschwörung des Organon aufgedeckt und eine Revolution gestartet. Nemo an mich selbst, vor dem Einschlafen nicht mehr am Gummierstift lutschen. Gummierstift. Ja, dann nehmen wir die Knickerfolie mit. Diese Zukunftsvisionen haben was. Ich sollte Prophet werden. Prophet sollte werden. Hey, stopp! Sie können ja nicht fahren! Damn! Dieser Schabernack war in meiner Vision nicht vorgesehen. Ja, scheiß drauf. Ist ja nicht unsere Schuld. Schrottbeutel. Stimmt. Das Letzte, was ich an meiner Mongolfiere brauche, ist Ballast. Lull. Sei. Achso, das können wir machen. Nein, ich bin nicht da. Okay. Gashebel, ja. Können wir den drücken? Würde mich jetzt interessieren. Auf nach Elysium! Hä? Was ist denn jetzt? Verdammt, der Ofen ist ja noch aus. Wie dumm von mir. Hoffentlich hat das keiner gesehen. Außerdem wollte ich doch Toni mitnehmen. Ja, außerdem wollte ich noch Toni mitnehmen. Das ist aber nur so nebensächlich. So. Moin! Hey, du da! Ist das deine Schrottlaube? Ja, aber bitte halte dich fern. Und von mir auch. Ich sollte eigentlich gar nicht hier sein. Ja, da sind wir uns ausnahmsweise einig. Aber da du nun mal hier bist... Wer bist du überhaupt? Mein Name tut nichts zur Sache. Ignoriere mich einfach. Würde ich ja gerne. Im Grunde darf ich nicht einmal mit dir reden. Zumindest solange noch unklar ist, ob wir ins selbe Universum gehören. Na, viel spricht nicht dafür. Jeder noch so kleine Kontakt muss unbedingt vermieden werden. Verstehst du? Seht ihr die Bowlingkugel auf dem Gerät, was er da am Rücken hat? Das ist eine Bowlingkugel. Sandur? Aluhut? Komischer Kauz. Gilt kein Kontakt nur für mich oder auch für die Kristallgläser meiner Freundin? Ich hab doch nicht etwa... Oh doch. Dann rückwärts einparken. Himmel, Herbert, noch eins. Weißt du eigentlich, was das bedeutet? Ich könnte eine Katastrophe apokalyptischen Ausmaßes ausgelöst haben. Ja, aber meistens fängt sie sich nach ein paar Tagen wieder. Du verstehst mich falsch. Ich rede hier von... Aber meistens fängt sie sich nach ein paar Tagen wieder. Ewiger Dunkelheit. Ja, ja. Du kennst Toni, schon verstanden. Aber das macht die Gläser auch nicht. Ja. Du hast recht. Ich muss etwas tun. Er kennt Toni einfach. Das meine ich aber auch. Lass mich überlegen. Überleg schneller. Eine Möglichkeit gäbe es da schon. Aber es wäre sehr gefährlich. Sehr gefährlich. Ich sag nicht etwa. Doch. Es muss sein. Sei kein Narr. Es muss eine andere Lösung geben. Wenn es sie gibt, sehe ich sie nicht. Ich fürchte, mein Entschluss steht fest. Ich werde... Nein! ...die Zeit zurückdrehen. Nein! Du...
Was? Ach so, ich dachte, du willst dich entschuldigen. Aber dein Vorschlag klingt besser. Gut nachgedacht. Gut nachgedacht. Bravo, Mensch. Vielleicht hast du mich nicht richtig verstanden. Ich sagte, ich werde die Zeit zurückdrehen. Ja, die Zeit zurückdrehen. Ja, nur zu. Super Plan. Aber wunderst du dich denn gar nicht? Du musst doch 1 Million Fragen haben. So, ja, na gut. Was ist die Quadratwurzel aus 237.169? 487. Aber ich meinte eigentlich eine andere Art von Frage. Eine, deren Lösung nicht so offensichtlich ist, ich weiß. Was ist denn aus kein Kontakt geworden? Dafür ist es nun zu spät. Das Unaussprechliche ist eingetreten. Aber wir können das ungeschehen machen, wenn wir meinen Plan befolgen. Gummistiefel wieder in Mode bringen? Unfug. Ich meine... Die Zeit zurückdrehen. Die Zeit zurückdrehen. Hörst du auch immer dieses seltsame Dröhnen? So, wer bist du jetzt? Überhaupt? Mein Name ist McChronicle. Ich arbeite an der Schrotthandelsuni in Porta Rustica. Du bist Professor? Porta Rustica. Wofür? Für alberne Kopfbedeckungen? Mein Fachgebiet ist Temporalphysik. Ich untersuche Anomalien auf der 4. Achse der Raumzeit. Tatsächlich? Dann kannst du mir ja sicher eine zeitbezogene Frage beantworten. Gut möglich. Wann, lieber McChronicle? Ja, wann? Wann habe ich dich nach deiner Lebensgeschichte gefragt? Na gut. Wie meinst du das, die Zeit zurückdrehen? Wie ich es sage. Ich habe ein Gerät erfunden, um Unfälle zu vermeiden, nachdem sie geschehen sind. Es speichert einen Zustand der Raumzeit ab, bevor ich rückwärts einparke. Also du hast eine Zeitmaschine erfunden und benutzt sie als Einparkhilfe? Du bist ein vierdimensionaler Waschlappen, McChronicle. Eigentlich sollte ich sie gar nicht benutzen. Man stelle sich vor, diese Technologie würde in unverantwortliche Hände geraten. Mhm. Oh ja, das wäre schlimm. Das wäre schlimm, vor allem wenn Rufus, Rufus ist halt ja, ein Fehler, die Definition von Unverantwortlichkeit. Indem ich an dieser Kurbel hier drehe? Nein, warte! Tatü, tata, lassen Sie mich durch! Ich bin Prophet! Lassen Sie mich durch, ich bin Prophet! Was kribbelt denn da so auf der Fontanelle? Ist das etwa die synaptische Sensation, mich an Dinge zu erinnern, die noch gar nicht passiert sind? Hallo, Mr. Rufus. Hm? Was? Moment, ich kenne dich. Du bist McChronicle. McChronicle. Aber das hieß ja, du kannst dich erinnern? Und ob? Du hast die Gläser kaputt gefahren. Verblüffend. Nicht halb so verblüffend wie deine Popelbremse. Aber apropos verblüffend. Wie zum Kehricht ist das alles nur möglich? Wir reden gleich drüber. Kannst du mich bitte zuerst einweisen? Ich will meinen Fauxpas von eben nicht wiederholen. Du meinst den von gleich? Nein, ich glaube, es wäre jetzt bereits eben gewesen. Himmel, das könnte wieder einer dieser Tage werden. Bist du bereit? Ach, was soll's. Gib Gummi. Kommen. Kommen. Stopp. Ganz sicher? Ich glaube, ich stehe noch nicht ideal. Ist nicht vielleicht noch etwas Platz? Ach, noch reichlich. Du hast dich aber gar nicht bewegt. Warum sagst du dann Stopp? Kommen. Ja. Stopp. Nein. Rufus, pass auf. Hinter dir. Nein. Stopp. Oh nee. Was das Lustige ist, wir haben hinter uns einen rosa Elefant gesehen und hier sind Zeichen, keine Elefanten erlaubt. Okay. Aber Leute, mit dieser Folge beende ich erstmal. Das war die erste Folge von Deponia Doomsday. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao.